Okay. Hallo und herzlich willkommen in Super Mario Odyssey Stream. Heute Seeland 100%. Wir sind natürlich alle gespannt darauf. Jetzt muss ich noch ein klein bisschen Twitch was einstellen. Oh, der Bild ist schon da. Perfekt, dann geht's los. Nächstes Ziel, auf ins nächste Land. Jo, wir sind, also Wüstenland waren wir. Und die Münzenzahl sieht ja sehr cool aus. 1, 2, 3, 4. Du hast genug Monde. Also, ich habe Tür und Erde gleichzeitig. Okay. Seeland. Auf jeden Fall willkommen im Stream. Jetzt fliegt Mario zu Seeland. Und ich finde die Cutscene schon cool. Also, ich weiß, ich muss die jetzt nicht unbedingt zeigen, aber ja, man muss einfach warm werden. Erst entführte Tiara und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen und somit einen Ehering. Will er sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben? Nein, dafür haben wir gar keine Zeit. Nächstes Stopp, Seeland. Das soll ganz bekannt für seine Mode sein. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid. Das Schnicksenkleid gibt es dort auch. Boah, diese Nacht-Animations. Seeland, Sea Legend. Boah, sieht sehr gut aus, echt. Alter, unsere Kleidung ist so unpassend. Egal. Obwohl, das stört mich ein bisschen. Wir können ja mal reinschauen, was für Kleidung wir haben. Ah. Cowboy. Nein, Spaß. Ich würde so rumlaufen. Kapitän, Wasser, passt. Aber jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, denn jetzt wird's ernst. Wir müssen alles sammeln, schnell. Also die ersten Locations hier sind einfach. Hier ist der erste Mond. Am Seeufer. Darüber müssen wir gehen. Wir können auch ein bisschen tricksen hier. Also eigentlich darf man das nicht, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Die Bilderrahmen will ich am Ende zeigen. Hier jetzt die Notensammeljagd. Scheiße, ich durfte nicht hochgehen. Ja, das war's auch, Alter. Nee, war scheiße, aber es hat geklappt. Das ist gut. Notenjagd im grünen Nass. Hier ist ein Katzen-Mario, lol. Gibt's hier auch was? Ja, Münze. Bringt jetzt nicht viel. Aber hier. Jetzt haben wir schon 6 Stück. Hier müsste ein Zip sein auf dem Boden. Perfekt. Okay, 9 Stück. Perfekt. Ab jetzt wird spannender. Ah, da haben wir keine versteckt, okay. Auf die Stacheln da. Natürlich. Das sind welche. Ich
jeden Fall. Hier rechts ist eine Truhe. Aber unser dritter Mond. Aber wir sind leicht hinterher. Also für mich ist eine Minute ein Mond. So eine Regel habe ich im Spiel. Perfekt. Ja. Jetzt Fisch, damit sind wir viel schneller im Wasser unterwegs. Und hier ist auch ein Mond. Der Hit juckt mich gar nicht. Okay, perfekt. Ansonsten, hier sind die Mondstücke, die brauchen wir alle. Da sollte noch eins sein. Ja. Oh, der trägt nur bei sich. Perfekt. Fünf Monde, das sind Minute 6. Alles gut. Cheap Cheap hat's bestanden. Hier ist einer. Der letzte ist echt richtig asozial. Hier drin. Wie kommt man auf so eine Idee? Komm, geh, geh, geh. Geschafft. Das sollte unser siebter Mond sein. Seeland ist aber echt schön, muss ich sagen. Aber bevor wir da reingehen, müssen wir noch was erledigen. Das war an irgendeiner Säule, da glaube ich. Ja. Alter, wie langsam ist die Animation? Ey, ich hab's verpasst. Okay, jetzt können wir noch den nervigsten haben. Obwohl, der ist cool. Ob es so schneller geht oder durch Standattacken, ich weiß es nicht. Aber man kann's auch ohne Cheap-Cheap schaffen. Dann geht Marius Luft unten fast leer, aber man schafft's. Alter, ich finde die Location so cool. Keine Angst, ich bin's. Ich bin's, Captain Toad. Lass uns schwimmen. Ja, der trinkt doch. Perfekt. Hier an der Seite müsste noch was sein. Genau. Mango Nator. So ein Ehrenmann. Ist ein Splatoon-Streamer und hat meinen Stream geratet, wo ich Splatoon gespielt habe. War sehr korrekt von ihm. Ich kann es einfach nicht vergessen. Jetzt komm. Perfekt, Mario. Noch eine Checkpoint vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir diesen Kleid leisten können. Ich glaube nicht. Die sollten noch lila Münzen sein. Ja, komm, schneller, Cappy. Spaß. Okay, wir können hier den Challenge-Raum gehen. Bevor wir die anderen. Achso, da kann man doch nicht rein. Scheiße. Keine Zeit verlieren. Die sollte an der Wand noch eine Challenge sein. Die ich sehr cool finde. Okay, alle Noten sammeln. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Ja, bevor wir den Mond holen, gehe ich hier hin. Oder? Nein! Achso, ich. Oh mein Gott, ich dachte gerade, man braucht die Plattform. Braucht man aber nicht.
10 Minuten sind schon vergangen. Okay. Hier jetzt rein. Wir haben fast die Hälfte an Lila-Münze schon. Also Seeland geht echt schnell. Da oben ist noch einer. Scheiße. Diese Landung war aber cool. Okay, schneller. Man bahnt erst den ganzen Weg auf und dann läuft man. Perfekt. 11 Monde, wir sind Minute 11. Das geht echt schnell. Ach, da sollte noch ein Mond sein. Oder Lila-Münzen da oben. Perfekt. Okay, ganz schnell schauen. Wir müssen da lang. Nehmen mal diese Dinge mit. Okay. Da hoch komme ich noch nachher, glaube ich. Ich brauche aber ein Cheat-Sheet jetzt ganz schnell. Hä? Okay. Der Fisch ist hier, hallo! Hä? Ich... Gib doch Mond her! Ach so, die gibt er später. Oh, wir haben ein bisschen Zeit verloren. Aber ist okay. Ja, ich habe alle Münzen verkauft zusammen. Egal, passiert. Sollten auch irgendwo Münzen sein, oder nicht? Nee, oben. Schwimm, schwimm, schwimm. Den Schalter umlegen. Ah, da. Ah, in der Kiste ist ein Mond. Sieht man immer an diesem Glanz. Immerhin bist du im Wasser gelandet, mein Bruder. Da drüben ist auch ein Challenge-Raum. Ich sammle erstmal die Münzen. Da hinten ist auch. Die hätten wir fast übersehen. Aber die holen wir nachher, wenn wir später im Wasser sind. Da ist ein Mond. Cool. Was ist wohl in der Kiste? Ach so, diese Kiste. Ah, das ist hierher gesprungen. Der Mond ist hierher gesprungen. Okay, perfekt. Die Blume immer mit Käppchen aufmachen, sonst geht's zu lang. Ich habe diesen Raum gar nicht vermisst. Spaß. Der ist cool. Und da hinten, ihr seht, ja. Nein! Nein, Mario, nein! Tut es mir nicht an! Ich wollte schlau sein, aber war dumm. Egal, den Film können wir drin lassen. Das Video wird eh nicht so lang wie das vom Wüstenland. Wer bisher her zugeschaut hat auf YouTube, Ehre. Und an alle, die im Stream dabei sind, vielen Dank. Perfekt. Dann fehlen nur noch 3 Münzen. Weil wir wissen ja, wo die anderen 3 sind. Dieser Secret Mond in diesem Raum ist echt sehr cool. Den zeige ich euch auch. Der muss ich auch zeigen. 100%.
Das sieht zwar, das sieht schwer aus, aber ist einfach. Schneller! Oh mein Gott, ich dachte, der fährt ohne mich los. Alle Münzen schaffen wir. Ja. Guck, normale Menschen würden hier weitergehen, oder? Genau. Tat ich auch am Anfang, aber man kann hier stehen. Das Teil fährt dich hoch. Ich tue mal so, dass mein Controller nicht driftet. Und hier oben ist eine Truhe. Hier ist der Secret Mode. Richtig cool. Dann kann ich einfach hier runterspringen, glaube ich. Obwohl, ich sammle mal alle Dinge ein. Perfekt. Wenn ihr einen Challenge-Räumen was vergisst, dann geht erneut rein. Kippy wird euch sagen, ja, wir haben alles gesammelt oder nee, könnte was sein oder so. Also, jetzt sollten wir den Boss besiegen. Okay, aber ein Challenge-Raum unten gibt's noch. Ja, du bist zu spät, wir haben uns das Stickskleid schon unter den Nagel gerissen. Es war sogar zu einem Frag vom Chef, du willst es zurück, schminkst sie ab, das behalten wir. Du behältst nichts. Nein, spring! Ich bin so lost, gell? Ja, mein Controller ist auch ein bisschen lost. Das soll ein 100% Speedrun werden. Yo, der hätte mich fast getötet. Ich wollte das gar nicht. Alter, der Dodge war echt insane. Boah, Käppi rechtzeitig zurückgeholt und der zweite Damage. Ja, ich sterbe. Wenn er mich erwischt mit der Cap, bin ich tot. Oh mein Gott! Scheiße. Ah, gewonnen. Geil. Wir haben bis jetzt kein Game Over, das ist gut. Und Game Over meine ich alle Leben verloren. Game Over ist ja erst, wenn wir alle Münzen verlieren. Dreiermond! Brutals über dem See. Aber ab jetzt geht die richtige Mondjagd los. Jetzt sind auch die TikTok-Turniere aktiv. Perfekt, wir fangen schon vom Anfangsareal an. Hier sollte ein Stein sein. Mit einem Mond. Ist es der? Und vielleicht ist es auch ein extra Mond, der noch nicht freigeschaltet ist. Sagt er? Ja, wir haben natürlich hier noch Monde zusammen. Das ist die Treppe da. Ja, wir können ins nächste Land reisen, aber wir machen das nicht. Lucky zu schnell. Jetzt wird ein bisschen geangelt. Komm her, Fischi. Oh Mann, der ist geflüchtet. Fischi, Fischi. Fischi. Was? Der ist durchgeschwommen. Hallo? Du sollst anbeißen. Junge, du sollst anbeißen. Junge, willst du mich verarschen? Alter, bist du behindert oder was? Nee, der will mich komplett verarschen. Der schwimmt gegen die Wand, weißt du, um es schwerer zu machen, finde ich. Digga, hier ist der Große. Alter, ich jag den Kleinen hinterher, wie dumm.
Junge, Alter, deren IQs ist echt tief gesunken. Hallo? Beiß bitte ein. Beiß. Beiß jetzt. Junge, willst du mich komplett verarschen? Komm schon! Oh mein Gott. Das war anstrengender, als ich dachte. Also so lange dauert es eigentlich nicht. Bumba jagt. Ja, er hat es aber geschafft. Wo ist... Hä, wo ist die? Bin ich blöd? Alter, nein! Die ist da hinten, oder was? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe gar keinen Plan, wo man die Goombas hinführen muss. Aber es ist auch nicht freigeschaltet. Ey, dieses Land ist so komisch. Oh nein, das machen wir als erstes. Wir haben schon 22 Minuten. Wir haben immer noch keinen Mut. Wir sind hinterher. Oh nein. Ich möchte es ja wirklich reparieren, aber es wiegt einfach viel zu viel. Das zu reparieren ist echt. Junge, ich hab nicht in die Richtung gemacht. Aber ich denke, man muss so machen, so, 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 so. Was? Als ob. Junge, geh doch nach links, du Idiot. Alter, ich hasse diesen Controller. Ich hab's schon geschafft. So schnell. Alter, Speedrun würde ich echt. Eigentlich brauche ich die halbe Stunde immer. Egal, skillig. Weiter geht's. Ein Mond für dich. Weil du diese Scheißstadt repariert hast. Fels ist fake. Jetzt kannst du da hingehen. Ja, aber. Oh shit, wir müssen noch. Aber es gibt noch einen anstrengenden Mond. Und, ah, dafür. Ja, wir gehen als erstes zu dem. Weil der dauert auch ein bisschen. Man muss diese Same einpflanzen. Und bis der wächst. Außer man hat einen Frosch, der Geld schießen kann. Aber den haben wir in diesem Land nicht. Da ist der Same. Oh, den zu transportieren ist scheiße. Nein, du sollst es nicht werfen. Alter. Jetzt pflanzen wir die an. Ja, bei Küstenland und Wüstenland war es ja kein Problem, weil man die direkt am Anfang bekommen hat. Aber was? Hey, der Same hat uns geschützt. Jetzt spamst du. Wir haben keine Luft. Keine Luft, nein! Oh Gott. Ja, wir gehen von oben rein. Zack. Ich weiß sogar, wo die letzten Münzen sind. Ja, lol. Wir haben einfach Fußball gespielt mit dem Samen. Danke, Reisende. Okay. Willkommen, Aquagund. Willkommen. Was ist hier? Ein Challenge-Raum. Junge, warum gehst du raus? Bist du blöd? Das ist mein Lieblingsraum, glaube ich. Ja, das ist geil.
Man kann auch ohne diese Reißverschlüsse machen, aber es gibt eine, wo eine Location gibt. Also lila Münzen und extra Mond. Der ist sogar hier drin. Der ist richtig smart gelöst. Man sieht sogar hier. Oh shit. Spaß. Der geheime Reißverschluss. Okay, so geheim war jetzt auch nicht. Aber ich habe bei meinem ersten Playthrough es gar nicht gefunden, muss ich sagen. Einfach Mist gewesen. Jetzt können wir direkt rüberspringen von hier aus. Auf jeden Fall, man merkt, wer Odyssey oft durchgespielt hat, an den Movements vom Charakter halt. Wäre der Controller ein bisschen besser, dann wäre es geiler gewesen, aber. Hä, die sind nur Münzen? Ich dachte, die sind Lila-Münzen. Ich dachte, die sind echt in diesem Challenge-Raum. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Einfach warten, bis die kommt, dann sterben die. Aber ich habe keine Zeit. Alle sind tot. Und zwei Monde. Perfekt. Wir haben jetzt 21. Wir sind Minute 27. Wir sind so hart hinten. Scheiße. Cheep, cheep, schnell, wo bist du? Wir nehmen den ganz schnell. Nein, gut. Ah, wenn man beide gleichzeitig drückt, die Tasten, dann kann er schon im Schwimmen schlagen. Geh doch hoch, Mann, die sind so niedlich. Ja, jetzt gibt's sie, guck. Voll dumm. Ich weiß nicht, vielleicht Programmierfehler, aber. Passt schon. Cheep Cheep am See getroffen. Nice. Ja, wir wollten noch drei Münzen holen. Die waren hier hinten. Sehr gute Versteck. Okay. Muss ich ganz schnell schauen, wo es noch einen Mond gibt. Ich weiß. Und gibt. Wir gehen da jetzt rein. Und holen uns die Kleider für diesen Baum. Kann ich noch überleben? Tic-Tac-Turnier gibt's noch. Stimmt. Die anderen holen wir danach direkt. Eigentlich wäre es schlau, das am Ende zu machen, aber. Nein, nicht vielleicht später. Oh Gott. Ja, ich verdrück mich nicht manchmal. Mario, du siehst dämlich aus damit. Du brauchst es ganz. Schwimmoutfit. Stimmt, und den Shop-Mode müssen wir auch holen. Ist. Ja, so, wir werden eh rausgeschmissen aus dem Laden. Schnell. Wir haben keine Zeit mehr. Fast halbe Stunde geht der Stream. Solo mit, hallo, was geht? Ja, wir sind fast fertig mit Seeland sogar. Ja, komm, wartet hier auf. Ja, ich kann problemlos schwimmen gehen. Ist dir jetzt erst aufgefallen, oder was? Ah. Willkommen im Stream auf jeden Fall. Ein Mond für dich, unpassend gekleidet. Was für unpassend? Passend. Okay, wo sind die letzten drei Münzen? Es sollte noch ein Challenge-Raum geben, irgendwo.
Nein, es gibt keine mehr. Na, geh runter. Oh, bis der wächst. Scheiße, es wird so lang dauern. Ja, aber egal, so lange kann ich ja was machen. Ich kann so lange schwimmen. Dann schneide ich es raus. Ja, Leute, alle folgen. Danke. Hier ist Geld. Wo waren die letzten drei Münzen? Egal, machen die TikTok-Turniere jetzt. Nee, haben wir das nicht aufgemacht? Doch, lol, das Spiel ist so ein Skill. Let's go. Achso, hier muss man den Sprung machen. Oder den. Junge, geh hoch. Nicht auf cool tun. Das war TikTok Turnier 2. Okay, da ist der erste. Oh nein. War das perfekt? Ja. Ja, nur Münzen bringen die halt nichts. Ja, wo sind die letzten drei Münzen, Mann? Es gibt ein Küstenland? Ja, Küstenland ist der beste Land. Ich freue mich schon darauf. Okay, ich muss jetzt ganz schnell schauen. Im Tunnel haben wir nichts übersehen. Hier hinten? Hier hinten! Oh mein Gott! Alter, wie blöd, das hätte ich doch von Anfang an finden müssen. Ja, wir haben alle. Okay, jetzt können wir zum Shop gehen und alle Items holen. Ey, Sticker. Wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Ja, die Same wächst schneller, aber ich habe echt gar keine Zeit. Session geht 34 Minuten. Das wird ein sehr angenehmes YouTube-Video. Auf die Seite gefallen? Natürlich, vielen Dank. Ja, mach schneller, ich kauf alles. Ja. Das hat mir auch gefallen. Ich hab doch gesagt, das hat mir gefallen. Ja, okay. Komm nicht mehr. Ich hab doch alles gekauft. Keine Ahnung. Ah, echt jetzt? Das Spiel ist doch schön. Also ich feier's. Einer der besten Story Games. Und Gameplay technisch absolut krass. Können wir ein bisschen. Wo war diese Vogel? Der war unten, oder? Ja, den können wir fragen, welche Monde uns fehlen. Ich glaube, es fehlt nur einer. Ja, hier ist er.
Ja, Seelandkunst, das machen wir aber nicht. Also noch nicht. Unterwasserflora. Ja, das habe ich doch. Da muss ich warten. Ja, okay, das ist doch, das ist der einzigste Hund. Dann können wir ja hier warten. Es ist ein tolles Gefühl, etwas wachsen zu sehen. Ja, zum Beispiel mein Twitch-Account. Oh mein Gott. Spaß. Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott. Wir haben alle Monde. Also jetzt gibt es nur noch einen Mond, oder? Oder sollen wir den Seelandkunst mitmachen gleich? Dann hat man einen Reiz, die Streams einzeln zu schauen. Ja, machen wir gleich. Wenn ich ihn überhaupt finde. Jetzt wird es wieder interessant. Es kann ein Rätsel sein, den ich nicht gut lösen konnte. Wirklich, weil es gibt solche schweren Rätsel in dem Spiel. Nein, das ist einer der einfachsten. Und das ist sogar Kaskadenland. Erstmal ein Foto machen. Brauche ich nicht mal. Ich habe hier meinen Stream, aber egal, passt schon. Let's go. Wir gehen ins Kaskadenland. Und ihr seht. Wir haben alle Seelandmonde. Butz. 102. 111. Ich habe 102 geschätzt, aber 111 haben wir jetzt. Krass. Die Odyssey ist jetzt leistungsfähig. Nice. Wir können jetzt ins Forstland reisen. Vielleicht spawnen sie ja dort. Forstland wird sehr lange dauern. Das ist echt ein Land, der hat so viel Umfang. Egal, jetzt das gar nicht. Wir könnten auch Hutland gehen, aber ich mache Hutland am Ende. Also vor Pilzkönigreich mache ich Hutland, weil das war die Tutorial-Welt. Deshalb. Nein, wir brauchen keine Reisetipps, bitte. Überspringen. Überspringen. Ich kenne schon den Ort. Es war doch auf dem Bild hier, oder? Lol. Eine Stampfattacke habe ich gebraucht. Guck, das hat sogar Seelandfarbe. Okay, perfekt. Lol, wir kriegen diesen Mond nicht mal. Wir müssen erst zu Seeland gehen. Okay, dann gehen wir ganz schnell. Dann ist es auch erledigt, der Stream für heute. Nein, wir haben keine Zeit. Please. Stop, stop. Das wissen wir alle schon. Seeland. Nice. Warte, was sagt der Typ jetzt? Für dieses Land habe ich keine Hinweise mehr auf Lager. Perfekt, wir haben alle Monde gesammelt. Yes, willkommen im Stream. Aber leider muss ich sagen, wir haben alle Monde gesammelt in diesem Land. Und ich beende jetzt den Stream. Auf jeden Fall danke für alle Leute, die da waren. Das Video kommt auf YouTube, geschnitten. Wird 30 Minuten gehen. Da sind alle Monde, alle Münzen drin. Und nächstes Mal machen wir in Forstland weiter. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen.